Und willkommen zurück zu Let's Play Elsword mit der Lou und dem CL. So, die Quest kann ich abschließen. Wir haben einen Grund zu feiern. Endlich aus Hamel raus. Ich weiß, die 10er Dungeons sind auch schlimm, aber nur bis Trax' Nest. Ui. Ich habe ein cooles Zubehör. Wisst ihr was, Yulu? Zauberstein drauf. Zauberstein drauf. Zauberstein drauf. Bam! Hoppala, ich habe 0% Treffer. Ui. Sollte ich vielleicht auch eins ändern. Ich brauche Treffer, Leute. Ich brauche keinen zusätzlichen Schaden, ich brauche Treffer. Ich brauche Treffer. Ich brauche Treffer. Ich brauche Treffer. Ich brauche nicht Crit-Treffer, auch wenn es schön ist. Brauche ich auch nicht. Wie viel Prozent wären das? 8. Ne. Mehr. Ich will mehr. Du mir Crit dafür weg. Betreffer. 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 Betreffer, nicht Laufgeschwindigkeit. Ich will Treffer, nicht Laufgeschwindigkeit. Ich will nicht Crit-Treffer. Danke. So. Jetzt können wir vernünftig Dungeons spielen. Und auf geht's nach Sendor. War das nicht simpel? Einen Moment mal. Lol. Kann ich aber noch nicht hin, oder? Ah, gut. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt schon nach Ranox kann. Skills kann ich nicht neu skillen, habe ich nämlich, bevor ich aufgenommen habe, gemacht. Feldboss, Riesenboss, dunkles Portal. Wie viele brauche ich denn noch? 2. Also wird es wahrscheinlich dunkles Portal und dann der Riesenboss. Ja, schaut euch das an. Ich habe alle SDs jetzt frei. Weil ich ja jeden Dungeon fertig gemacht habe. Und jetzt sind wir schon in Sender, Leute. Trockene Sender mindestens normal betreten. Von den Sender-Bossen am Anfang weiß ich, dass die Imba sind. Deswegen werde ich den Dungeon nicht alleine anfangen. Kreiskanal. Das mache ich noch kurz. Dann bin ich nämlich später schon fertig und kann mir die Zaubersteine abholen. Neues Kanal. Mal gucken, ob ich noch die Moves vom Wait Boss drauf habe. Von dem. Alter. Überfülltes Feld. Nein. Auf geht's zu Drabaki. Einfach mal Marebass. Immer schön aufpassen. Ich will ja nicht abpassen. Oi, oi, oi. Lass uns das machen.
Stellt euch bestimmt die Frage, ich mache auf Julia's PC Windows 10, wieso mache ich es bei mir noch nicht? Ich mache bei mir noch nicht, weil Elzort auf Windows 10 nicht funktioniert. Aber sobald die offizielle Nachricht kommt, dass Windows darauf funktioniert, und das von vielen Usern bestätigt ist, werde ich das machen. Dann wird auf Windows 10 geupdatet. Ach, jetzt ist der Schweinehund da hinten. Au! Alter, ich bin bestimmt fast tot. Ja. Trifft so ziemlich. Auf meine Zeit her sollte ich gut hinkommen. Ich geh jetzt einfach mal auf meinen Mount. Halte ich nämlich ein bisschen mehr aus. Knapp verfehlt. Ist auch daneben. Wow. Alter, nein. Ich habe nur noch 2 Wiederbelebungssteine, Leute. Wie geht der ab? Boah, habe ich jetzt Schiss. Oh Gott. Oh oh. Ich sollte mich besser vorsehen. Jo, ich stand hier einfach mal safe. Da war aktiviert wütend, ja. Oh Gott. Alter. Nein. Ach nö. Ach nö. Ausgewichen. Au. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin wieder tot. Warten. Dieses Mal gebe ich alles. Nur noch ein Wiederbelebungsstein. Alter! Geht's auf meinen Mount? Da hab ich keinen Bock drauf. Nee! Nein! Verdammt! Nein. Ich warte jetzt drauf. Manchmal hat man nämlich Glück und man hat genug getan und das Fett sammelt dann trotzdem noch auf, auch wenn man zu tot ist. Lass uns das machen. Ich habe die Quest abgeschlossen. Ah, gut, ich hatte noch genug L-Coins übrig für den einen Wiederbelebungsstein.
Alter, ich habe schon gedacht, das wäre jetzt... Shit. Aber jetzt habe ich keine Wiederbelebungssteine. Bill, gib mir Wiederbelebungssteine? Fragezeichen. Nein. Finde ich jetzt aber doof. Das war sehr doof. Naja, immerhin habe ich genug getan, um die normale Belohnung zu bekommen. Auf nach Sandra. Moment mal, die Kartenfetzen kann man auch gegen Wiederbelebungssteine eintauschen. Vielleicht sollte ich das machen. Bevor ich jetzt wieder einen Dungeon abkratze und mich dann ärgere, dass ich mich nicht wiederbeleben kann. Ich meine, es ist nur ein Einteiler. Willkommen beim Kobo Service. Tauschen. Wie viel Wiederbelebungsstein? Was war das hier? Erholungstrank. Ein Willenstrank. Du hast keinen Platz mehr im Inventar. Wie, die stecken sich nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich hoffe, du hast eine schöne und eine. So, öffnen. Jetzt habe ich gerade echt schon gedacht, ich habe den Weltboss für nichts gemacht. So, trockene Sender, bitte. Installation auf Julias Laptop dauert noch ein Weilchen. Ist jetzt schon in den Endphasen. Installiert die Treiber und Features. Ist bei 33%. Ja. Ich hoffe, das wird Julias Laptop gut tun. Ach komm schon. Naja, kann ich mal gucken. Was kann ich denn alles bekommen? Kiste kann ich bekommen. Ja, okay, starkes Elixier und Vitrilkristall kriege ich immer noch nicht. Da ist sogar ein Ad bei. Immer schön einer nach dem. Ich zeige euch mal, was ich so kann, ja? Dunkelheit! Schnell schon! Das war gerade geil. Okay, ich mache vielleicht auch immer in der Gruppe. Ist doch besser, anstatt das so zu machen mit den Quests. Dann rage ich auch nicht, dass ich so oft sterbe. Boing. Like a fish.
Nochmal auf Windows 10 zurückzukommen. Es gibt da viele, die sagen, man sollte es nicht installieren. Microsoft sagt auch den Firmen, die sollen es erst im September installieren, wenn das Herbst-Update kommt. Ich für meinen Teil muss aber den anderen Großteil der User zustimmen. Die haben jetzt sehr viel Technical Previews geupdatet und die waren auch lange drin, jetzt fast ein halbes Jahr. Und die konnten so schon wirklich sehr viele Fehler ausmerzen. Dann kann man ruhig schon updaten, ohne dass man Angst haben muss, weil sowieso das meiste gefixt ist. Oh, ich wollte gerade SHP. Naja, egal. Ich mag einen Tee haben. Tja, schade. Möchtest du einen? Trocken ist ja noch schwer. Anstatt jetzt eine Runde PvP zu machen, gucke ich jetzt mal kurz auf Elviki. Da gibt es bestimmt auch eine Quest, Guys. Dann kann ich sehen, wann ich ein Level abbekomme. Und ärgere mich nicht immer. Hm. Ah, hier ist Quests. Okay. Sorry. Ah, Sender. Dann das nächste ist. Okay, wenn das auf Experte geht, bekommen wir ein Level Up. Gut, die Seite lassen wir mal auf. Dann beende ich mal diese Folge. In der nächsten Folge machen wir hiermit direkt weiter. Und ja. Daumen hoch, Kommentar, so wie immer. Finde ich toll. Bis dahin. Tschüss.